ich heute relativ warm mit dem Samsung Galaxy Tab 8.9 Tablet PC mit Android 3.1 installiert. Wir haben hier die TouchWiz-Oberfläche drauf. Das heißt, wir haben eine angepasste Oberfläche von Samsung, die ihr sofort hier an den Button zum Beispiel kennt. Zum Beispiel haben wir hier so eine Quick-Leiste, wo die letzten aufgeführten Programme, zum Beispiel Quick-Programme, vorhanden sind, die ihr oft verwenden wollt. Die könnt ihr natürlich selber anpassen, so wie ihr möchtet. Ein bisschen so wie bei dem Mac die Apple-Statusbar natürlich. Dann können wir die wieder wegmachen. Hier könnt ihr auch einen kleinen Unterschied sehen. Wir haben hier verschiedene Einstellungen, die man sofort erreicht. Und ich zeige euch ganz kurz, ja, wir haben Android 3.1 installiert. Wir drehen mal die Bildschirmhelligkeit vielleicht etwas runter, damit ihr mehr vom Display sehen könnt. Und ja, ihr könnt ja auch erkennen, wir haben hier mehr Optionen. Das Display rotiert nämlich natürlich auch ganz schnell hier mit. Es ist unglaublich dünn und sehr angenehm leicht. Schauen wir uns die Hardware ein bisschen an, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier die zwei Lautsprecher und Dockingstation-Anschluss. Dann haben wir an dieser Seite wieder gar nichts und eigentlich alles befindet sich auf der Oberseite. Zum Beispiel der SIM-Kartenleser, Kopfhöreranschluss, Mikrofon, Volume Control und An- und Ausschalter. Und auf der anderen Seite haben wir wieder nichts. Rückseite hier in einem schönen Weiß diesmal. Die schwarze Version wird so ausschauen, die ist etwas gummiert dann. Das ist natürlich das 10 Zoll Modell, was hier im direkten Vergleich, wenn ihr das anschaut, auch mit TouchWiz natürlich. Drehen wir die Helligkeit wieder hoch, dann können wir hier nämlich wirklich die Bildschirme auch vergleichen. Gehen wir home und dann seht ihr hier auch den Größenunterschied zwischen den beiden. Beide sind unter 9 mm dünn und haben auch eine schöne Kamera vorne und hinten, die wir uns hier gleich mal anschauen, wenn wir hier schon mal mit dem Gerät rumspielen dürfen. Gehen in die Kamera-App und die sollte auch dann schon funktionieren. Hier habe ich die Rückkamera und die zeigt natürlich hier auch schön schnell die Kameras an. Dreht natürlich auch mit, wenn wir das hier verwenden. Und dann haben wir hier noch Front- und Rückkamera. Geht schon. Und dann haben wir hier noch natürlich die Frontkamera, die auch schön schnell ist. Gehen wir hier noch schnell raus. Und dann seht ihr auch, ja, das Bild dreht sich dann wieder mit. Und ansonsten funktioniert natürlich auch alles wunderbar. Wir gehen jetzt mal, wenn wir Wi-Fi haben, gleich mal in den Browser und schauen uns die Tastatur noch an, die natürlich auch wahrscheinlich angepasst wurde von Samsung, und besuchen einfach unsere Webseite. Für die schier unendliche Mühe. Das ist also .com, aber wir werden dann natürlich weitergeleitet, bitte. Es läuft gerade ein bisschen lauter Fernseher im Hintergrund, aber ab so wild. Jetzt gehen wir hier auf die Standardseite. Und dann könnt ihr auch erkennen, wie schnell ungefähr Ladezeiten sind über WLAN. UMTS-Version und WLAN-Version wird wahrscheinlich erst im September zu IFA kommen. Zu einem angenehmen Preis von ungefähr 600 Euro, wie ihr sehen könnt, es ist wirklich sehr schön schnell, leicht zu bedienen und wirklich, es gibt keine Ruckler und sonstiges. Und jetzt schauen wir noch schnell an, ob YouTube-Videos funktionieren, aber ich nehme an, das sollte auch kein Problem sein, denn wir können bis zu Full-HD-Videos eigentlich abspielen, die entweder integriert aufgespielt werden können in die 16 GB Speicher oder natürlich gestreamt werden können über DLNA auf dem Fernseher und einfach auch hier drauf. Und ja, wie ihr sehen könnt, der Browser ist so angepasst, dass die YouTube-Videos auch direkt im Browser laufen können. Und es ist kein Problem. Wir könnten jetzt hier Fullscreen draus machen, das Ganze natürlich drehen und dann läuft das Ganze hier auch schon wunderbar. Das war gestern mit dem 10 Zoll ein Video über den Dächern von München. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Frau. Das war das Samsung Galaxy Tab 8.9 Tablet PC. Mein Name ist Balasch Gral und bis zum nächsten Mal.